Du hast so schöne Hände, Daniel. So eine schöne, weiche Haut. Zuerst hatte ich mich nicht getraut, dich anzusprechen. Aber als du mir tief in die Augen schautest, so sanft und so zärtlich, da hast du mir Mut gemacht. Ich bin so froh, dass du mit mir gekommen bist. Es ist so schön, dich im Arm zu halten. Ich bin so oft allein und einsam. Du weißt gar nicht, wie sehr ich mich nach einem wahren Freund sehne. Aber es ist so schwer, jemanden zu finden, der es ehrlich meint. Du gefällst mir, mein Junge. Ich bin so froh, dass wir uns getroffen haben. Du machst so einen natürlichen und ehrlichen Eindruck auf mich. So etwas trifft man selten. Die meisten sind so abgebrüht und falsch. Sie sprechen von Liebe und denken im selben Moment an den Nächsten. Ich habe viele Enttäuschungen hinter mir. Glaube mir, aber ich habe die Suche nach einem wahren und echten Freund nie aufgegeben. Schwule wollen nicht schwul sein. Sie wollen nicht anders sein, sondern sie wollen so spießig und kitschig leben wie der Durchschnittsbürger. Sie sehnen sich nach einem trauten Heim, in dem sie mit einem ehrlichen und treuen Freund unauffällig ein eheähnliches Verhältnis eingehen können. Der ideale Partner muss sauber, ehrlich und natürlich sein. Ein unverdorbener, frischer Junge, so lieb und verspielt wie ein Schäferhund. Schwule fordern von Schwulen, Ästheten zu sein. Er muss auf sein Äußeres Wert legen, darauf sind sie stolz und das zeichnet sie aus vor allen anderen. Da die Schwulen vom Spießer als krank und minderwertig verachtet werden, versuchen sie, noch spießiger zu werden, um ihr Schuldgefühl abzutragen mit einem Übermaß an bürgerlichen Tugenden. Sie sind politisch passiv und verhalten sich konservativ, als Dank dafür, dass sie nicht totgeschlagen werden. Nicht die Homosexuellen sind pervers, sondern die Situation, in der sie zu leben haben. Schwule schämen sich ihrer Veranlagung, denn man hat ihnen in jahrhundertelanger christlicher Erziehung eingeprägt, was für Säue sie sind. Deshalb flüchten sie weit weg von dieser grausamen Realität in die romantische Welt des Kitsches und der Ideale. Ihre Träume sind illustrierten Träume, Träume von einem Menschen, an dessen Seite sie aus den Widrigkeiten des Alltags entlassen werden, in eine Welt, die nur aus Liebe und Romantik besteht.